So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der DAX konnte, oder der DAX ging runter auf die 9.900 Punkten, hat hier zu dem hohen Anschluss gefunden, allerdings für einen Swing Trade bzw. mit einem sinnvollen Stopp war hier eben noch nichts zu holen. Gestern zwar gesagt, dass hier jetzt bei 9.9 etwa ja auch eine Umkehr stattfinden konnte oder könnte. Die fand dann statt, aber es war hier das Gap Close wäre ja die bessere Wahl gewesen. Aber gut, es ist kein Wunschkonzert, der DAX lief dann steil hoch, wieder an den Daily Widerstand ran und es gab dann hier wieder ja punktgenau einen Abpraller. Also hier bietet sich eben für ja auf Stundenbasis, auf Swingbasis aktuell kein Trade an, weil eben es eben sehr schwierig mit der Stoppsetzung eben auch ist und das Kaufsignal über diese Buy-Trigger-Marke hat eh noch nicht stattgefunden. Sollte jetzt hier ein Schlusskurs über 10.010 Punkten stattfinden, ja, kann man ja immer dann auch das letzte Tief wählen. In dem Fall wäre es eben dann 9.890 und wären das eben rund, ja, wenn man sich jetzt Next Move theoretisch vielleicht direkt einstoppen lässt, dann wären es eben rund 110, 115 Punkte oder 120 und dann das Chance-Risiko-Verhältnis wären dann eben rund ja das erste Kursziel wäre eben 10.140, dann 240 und im Prinzip das Endziel dann 10.300 Punkte. Das ist so gestaffelt, also wenn man die Position vielleicht in drei Teile dann aufteilen könnte, hier wären dann jeweils Teilgewinnmitnahmen möglich oder auch sinnvoll. Da wir uns ja immer noch in der Woche des Hexensabbats befinden. Beim S&P 500 Index, der hat jetzt gestern einen kompletten Doji hingelegt und im Dow Jones wollte ich ja hier einen Short-Einstieg suchen. Gut, lief jetzt halt einfach über die Nacht hinweg nach unten. Kommt jetzt hier auf die Unterstützungszone, traf er auf. Und wenn sich jetzt hier im Idealfall, gut, in 4 Stunden wird es heute wahrscheinlich nicht groß was sein mehr, dass man das traden kann kurzfristig, dann geht man auf die Stunde runter. Sollte sich jetzt hier unten bei 17.100 Punkten eine Hammerformation bilden, also eine Umkehrkerze, dann könnte man einen Long Trade wagen. Dann gleichzeitig eben mal auch wieder den DAX beobachten, ob er dann einen Ausbruch hinlegen kann. Dann wären die Indizes im Gleichlauf. Das wäre es erstmal zum DAX und zum Dow Jones. Zu den Währungspaaren. Australische Dollar, US-Dollar, wer eben, sag ich mal, mitverkauft hat, kann sich jetzt glücklich schätzen, dass das Währungspaar zurückkommt. Das sind jetzt eben schon rund 115 Pips, die das Währungspaar aktuell tiefer notiert und hier werde ich nachher, also nach dem Video, eine Analyse im Stream veröffentlichen, höchstwahrscheinlich ein direkter Zukauf mit einer Teilposition und der andere Rücklauf könnte eben zu dem ehemaligen Korrekturziel oder Wunschziel 07375 runtergehen. Aber im Prinzip ja ist auch hier
eben schwierig, wo man dann im Prinzip einen Stopp setzt. Entweder an der Ausbruchsmarke, kurz darunter, also ein Tagesschlusskurs unter dieser Ausbruchsmarke wäre definitiv negativ. Am besten soll eben hier der DAX an der 074 Marke wieder nach oben drehen. Silber ist gestern ausgeführt worden. Liegt ja nicht unbedingt richtig komfortabel im Plus, aber im Gegensatz zum Gold, was im Minus liegt, heute ist wieder der Einstieg jetzt hier erstmal gelungen. Das wäre dann der vierte Einstieg. Gold, ja, wie gestern geschrieben, was mit Gold ist. Also ich bleibe jetzt aktuell beim Silber dabei. Wie auch gestern geschrieben ist, da läuft es ja wirklich ja, nahezu perfekt. Ich gleiche zwar auch immer wieder ab mit dem Gold, aber warum den Basiswert wechseln, wenn Silber sehr gut läuft. Bei Palladium, da folgt jetzt heute eine schöne schwarze Kerze. Sollte im Handelsverlauf eben noch weiter nach unten laufen. Eine Ausführung schätze ich mal frühestens dann donnerstags. Evotec bleibt an der Ausbruchsmarke. Gibt es nichts Neues zu sagen. Morphosis liegt schön im Plus. Und hier ist eben auch klar ein Kursziel im 4-Stunden-Chart an dem EMA 200. Was haben wir noch? Ja, die Twitter-Aktie, das läuft nicht ganz noch. Also da wäre jetzt, da gebe ich dann noch Bescheid, wenn dann direkt ein Einstieg erfolgt und wo dann der Stopp liegt. Eventuell auch erstmal eine Teilposition mit einem großen Stopp und sollte sich hier, ja, eigentlich soll es hier kein neues Tief mehr geben. Also wäre auch hier ein Versuch mit einer Teilposition, engen Stopp. Wenn man ausgestoppt wird, dann sucht man sich eben noch ein Stück tiefer, vielleicht einen neuen Einstieg. Eben dann bei 15,50, dann wäre es wirklich eine Schulterformation. Also hier kann man, gibt es alternative Methoden, einen Trade auch zu suchen und den Stopp zu wählen. Auch einen sinnvollen Stopp. Beim Rohöl noch, das ist jetzt der letzte Basiswert, lief vom EMA 200 hoch zum nächsten Widerstand. Dann kam es heute in Rücklauf zu der unteren Unterstützung. Bis vor 10 Minuten hat die noch gehalten. Auch exakt, da sieht man die ganzen Punkte, die wenigen Linien, die ich eingezeichnet habe, haben Relevanz gezeigt. Jetzt bricht er durch und da wird es im Tagesverlauf auch dieser Wert intensiv beobachtet und irgendwo ja, ein Kauflimit gesetzt. Wo genau, wird dann später bekannt gegeben. Danke fürs Zuhören. Bis später.